So, ich lese Medikamente im Test 9000, Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei grüner Star. Nach einem einführenden Text geht es um die rezeptpflichtigen Medikamente. Alphabetisch den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach. Und ich bin angekommen bei Beta-Blocker und andere Substanzen, in Klammern Augentropfen, das ist Metipranolol und Pilocarpin. Metipranolol und Pilocarpin, beziehungsweise Timolol und Brimonidin, in Klammern jeweils konserviert. Die Bewertung hellgrün, auch geeignet bei grünem Star als Kombinationsmittel, wenn ein Beta-Blocker allein den Augeninnendruck nicht ausreichend senkt. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Ich lese vor. Beta-Blocker und andere Substanzen, in Klammern Augentropfen. Metipranolol und Pilocarpin, beziehungsweise Timolol und Brimonidin, in Klammern jeweils konserviert. Die Bewertung hellgrün. Auch geeignet bei grünem Star als Kombinationsmittel, wenn ein Beta-Blocker allein den Augeninnendruck nicht ausreichend senkt. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Der erläuternde Text: Die Kombination von zwei unterschiedlichen Wirkprinzipien, deren therapeutische Wirksamkeit bei der Behandlung des grünen Stars ausreichend nachgewiesen ist, kann den Augeninnendruck stärker senken als die Einzelmittel. Eine Kombination von Timolol mit Brimonidin, in Klammern Combigan, Klammer zu, wird zur Glaukombehandlung als sinnvoll angesehen. Da das Mittel aber einen Konservierungsstoff enthält, lautet die Bewertung auch geeignet. Konservierungsmittel können die Augen schädigen, Zubereitungen ohne Konservierungsmittel sind vorzuziehen. Kombination von Pilocarpin mit dem Beta-Blocker Metipranolol, in Klammern Normoglaucon, Klammer zu, wird ebenso als auch geeignet bewertet. Pilocarpin kann die Sehfähigkeit stören. Wichtig zu wissen: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Über die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse. Sie sollten mit einer solchen Kombination nur behandelt werden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise unter Beta-Blocker, in Klammern Augentropfen, Seite 116. Es geht weiter mit Beta-Blocker und Carboanhydrasehemmer, in Klammern Augentropfen, das ist Timolol und Dorozolamid, Klammern unkonserviert, das ist grün bewertet. Geeignet bei grünem Star als Kombinationsmittel, wenn ein Beta-Blocker allein den Augeninnendruck nicht ausreichend senkt. Und das ist Timolol und Brinzolamid, Timolol und Dorzolamid, in Klammern jeweils konserviert, hellgrün, auch geeignet bei grünem Star als Kombinationsmittel, wenn ein Beta-Blocker allein den Augeninnendruck nicht ausreichend senkt. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. So, das mache ich aber nicht mehr heute, da mache ich morgen mit weiter.
Tschüss.